Akupunktur. Als Akupunktur wird jemand bezeichnet, der Akupunktur betreibt. Akupunktur heißt, mit einer Nadel, hat etwas mit Akku zu tun, auf einen Akupunkturpunkt zu stechen oder in einen Akupunkturpunkt zu stechen. Ein Akupunktur ist also ein Behandler, der die Akupunktur anwendet. In verschiedenen Ländern ist die Ausbildung zum Akupunktur unterschiedlich geregelt. In Japan ist die Akupunktur, oder es muss ein Akupunktur eine dreijährige Ausbildung haben. In Korea gibt es Kräuterärzte und die können auch die Akupunktur durchführen. Und dabei ist das ein sechsjähriger Studiengang an einer Universität der verschiedenen traditionellen Heilweisen. Dazu gehört auch Akupunktur. In Deutschland wird Akupunktur von Heilpraktikern und Ärzten durchgeführt. Meistens haben die Heilpraktiker eine erheblich bessere Ausbildung als die Ärzte. Allerdings wird die Akupunktur von Krankenkassen nur dann bezahlt, wenn sie von zugelassenen Ärzten ausgeführt werden. Es gibt inzwischen mehrere Indikationen, für welche sich Akupunktur als hilfreich erwiesen hat, die eben von gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Dazu gehören Knieprobleme, Rückenprobleme und Kopfschmerzen. Und andere Symptome werden bisher nicht von den Krankenkassen bezahlt, beziehungsweise die Behandlung der Akupunkteure wird nicht bezahlt, und auch wenn ein Heilpraktiker diese Behandlung macht, auch wenn sie erfolgreich ist, wird typischerweise nur von Privatkassen bezahlt. In diesem Sinne wäre es wünschenswert, dass Akupunkteure eine bessere Ausbildung haben und dass auf diese Weise durch eine bessere Behandlung auch der Ruf der Akupunktur sich weiter verbessert.